Ihr habt es gerade schon in meiner Hand gesehen. Ich wollte es ein bisschen verstecken, aber ich hab natürlich noch ein bisschen rumprobiert nach dem Stream am Freitag. Und wir sind schon ein bisschen ausgestattet, weil ich habe den Bohrer mal losgeschickt und habe hier auch die Holzproduktion mal kurz vorangeschoben. Wir haben jetzt hier eine automatische Holzproduktion. Also, naja, sie wird automatisch produziert, aber wir müssen es noch halbautomatisch ausholen. Dafür haben wir noch nicht die Technik. Oder ich habe es noch nicht hinbekommen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir hier 83 O-Glocks drin. Und das rastiert hier selbst durch. Wir müssen nur leider die Saplings aktuell noch ein bisschen selber setzen. Aber das sollen wir. Oder das ist der Plan, dass wir das bald nicht mehr müssen. Das ist der Plan für heute auch. Aber dafür brauche ich ein bisschen was aus einer anderen Umgebung. Und da gehen wir heute hin. Wir gehen natürlich heute ins Nether. Jetzt müssen wir erstmal hier das Obsidian abbauen. Zwei haben wir oben, aber die brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Zaubertempel. Deswegen nehmen wir jetzt mal alles mit. Ich sage nichts. Sehr schön. Ich will die Leute jetzt nicht zu sehr spoilern, die es jetzt nicht aktiv verfolgen. Ich gebe es zu, ich bin schon ziemlich angefixt. Absolut angefixt. Alter. Boah, was war das jetzt? Dankeschön. So, eins, zwei, drei. Zwei, drei. Machen wir hier mal schnell einen Block. Und fertig. Das ist das Ganze. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Der Netherrack, der koppelt. Gut, wir gehen mit etwas Gold bestückt, weil, ja, ne? Ihr wisst ja, Piglins mögen es, wenn du ein bisschen Gold in der Hand hast, dann sind sie deine Freunde. Also es gibt auch welche, die sind dann nicht deine Freunde, trotz allem. Kommt vor. Alter! Was schreist denn du hier so rum? So, okay. Bitte nicht sterben, das wäre voll nice. So, gefangen. Guck mal. Danke. Oh, ich brenne. 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 So, ich habe drei Blazeburner. Ich bin zufrieden. Ist das Ruby? Oder ist das Pilz? Das ist Ruby, oder? Ja, das ist Ruby. Liebe Leute. Und das klingt so geil, wenn du dich setzt. Das ist so. Das ist ein Sound, der gefällt mir. Der ist richtig angenehm zum Hören. Block. Kann man den nicht aufbrechen? Nee. Was kann man mit dem machen? Das kann man brennen wahrscheinlich. Aber den Kies, den hauen wir jetzt mal schnell in die Waschstraße. Da müssen wir dahin. Warte, ich muss das alles demnächst auf jeden Fall schöner machen. So, das sortiert sich jetzt hier ein. In der Zwischenzeit, meine lieben Freunde, können wir hier mal ein Upgrade machen. Das funktioniert leider nicht, aber die Kohle können wir gleich benutzen. Wir haben jetzt hier den Blaze eingefangen, ne? Hallo Blaze. Glücklich schaut er nicht aus. Aber er arbeitet jetzt für uns. Jetzt geben wir ihm ein bisschen Kohle und dann kann der Mixer mixen. Und er macht uns aus den ganzen Zink und Kupfer, macht er uns Brass. Brass ist Messing? Messing, ich glaube Messing. Und das brauchen wir einfach. Ich glaube, dass Brass Messing war. So, wo sind meine Goggles? Meine Goggles, ich muss meine Brille aufziehen. Ohne meine Ingenieursbrille fühle ich mich irgendwie nicht mehr wohl. Ich hole mal schnell Sand. Ich habe Sand vergessen. Und haben wir, ja, die haben wir, habe ich schon in weiser Voraussicht ganz am Anfang angepflanzt, dass wir Papier kriegen. So, Redstone.
Redstone und Quartz. So, dann brauchen wir Rose Quartz. 9 Stück können wir machen. Ach, shit. Ich sollte vielleicht auch Sandpapier draus machen, ne? So. Genau. Papier in der rechten und Rosenquarz in der linken. Und dann schön reiben, bis die Funken spritzen. Erstens bräuchten wir Deployer. Die da, die bösen Zeigefinger. Dann müssen wir die Electro-Tube noch machen. Und die Brass Hand müssen wir machen. Dafür brauchen wir schon mal Brass Sheets. Ihr seht, Brass ist so das Wichtigste. Das heißt, wir müssen unsere Brass schon mal einen Teil auf die Plätze legen. Okay, machen wir. Gut, das machen wir schon mal. Dann haben wir die Brass Hand. Dann Andesite Casing, das ist kein Thema. Und das Electron Tube, da brauchen wir Iron Sheet. Iron Sheet müssen wir noch haben, also gepresste Eisenplatten. Haben wir schon mal 2 Stück. Wie schaut es mit der Eisenproduktion aus? Sieht gut aus. Sailor, danke schön für dein Gifted Sub an MJ. Danke, danke, danke. So, dann machen wir schon mal Brass Finger. 1, 2, 3. 3 kriegen wir her. Und da brauchen wir ja einige. Okay, 3 reichen mir ja schon mal. 3 ist schon mal super. Dann können wir nämlich. Nein! Gut. Ach, die kann man zum Glück nicht plätten. Wir machen alles, was wir haben. 8 Stück. So. Und jetzt brauchen wir die Andesite Casings. So, das kann man auch noch irgendwann automatisieren jetzt. Können wir da Casings machen ohne Ende. Aber so fürs Erste machen wir es halt noch manuell. Und dann können wir uns 1, 2, 3. Zack. So. Jetzt kommt The Magic. Das ist so schön. Aber ich glaube, ich brauche Kleber, ne? Ich glaube, ich brauche Kleber. So, den nehmen wir in die Offhand. Deployer in die Dinghand. Nein. So, direkt angeklebt. Wunderschön. Jetzt müsste die ganze Chose dann gleich starten. Jetzt brauchen wir noch hier. 1, 2, 3. Das ist. Jetzt machen wir den mal weg, bevor da irgendwas ist. Und hier lest ihr Filter. Na, hier können wir was reinsetzen. Sage ich ihm, dein Filter ist der Eichenholzsamen. Voll schön. Dann holen wir uns gleich mal das Holz hier raus. Und die Äpfel, Essen ist wichtig. Die können wieder rein, die brauchen wir. Und dann, wenn das losfährt, fahren die nicht mit. Warum nicht? Warum fahrt ihr nicht mit? Ihr seid verklebt, aber ihr seid nicht mit der Struktur verklebt. Jetzt fahren sie mit und an der Stelle, wo jetzt dann keine Bäume sind, werden diese lustigen kleinen Finger, die hier immer auf mich zeigen, ich bin der Böse, einen Setzling reinballern. Das war schon mal das wichtigste Upgrade eigentlich in dem Sinne, dass das Ding jetzt wirklich schon fast autark läuft. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hier noch eine Connection herkriegen, dass wir hier das Holz einlagern. Und das kriegen wir irgendwie hin. Wir haben jetzt noch 2 Dinger, die ich mit euch machen möchte. Zum einen brauchen wir den Mechanical Crafter brauchen wir. Da brauchen wir Brass Casing, das heißt, ich brauche noch mehr Kupfer und ich brauche noch mehr Zink. Das ist schon mal ganz wichtig. Crafting Table, das ist das geringste, da kriegen wir auch 3 raus. Wir brauchen maximal 21. Das heißt, 7-mal brauchen wir mal kurz das Ganze so. Wir brauchen die Kraft jetzt mal auf dem Gerät. Auf dem Gerät, das ich gerade irgendwie außer Betrieb gesetzt habe.
So. Und so. Jetzt brauchen wir noch mal Saft auf der Mutti. Und die sind... Wow, das war ja... Bam. Das war ja bam durch. Also da war jetzt Dampf drauf. So. Gut, jetzt müssen wir mal ganz kurz hier aufräumen, umräumen, wegräumen, durchräumen. Okay. Jetzt das Ganze mal mit Hirn und Verstand dann einrichten. Ah, beides. Oh, das wird... Das wird interessant. Mit Hirn und Verstand wird schon schwer. Ja, definitiv. Bei mir wird es ja eine richtige Herausforderung. So, hier links von der Workbench machen wir mal die Wheels. Und dahinter würde ich dann schon mal die Cobblestone-Produktion anfahren. Ja, genau. Also, dass wir dann quasi hier so ein Förderband vorlassen. Vielleicht nicht ganz so weit, aber so ungefähr. 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann würde ich hier quasi der Kies auftreffen. Ja, dann wären hier ungefähr die Räder. Fall dann hier. Und dann würde hier der Kies durchfallen und würde dann hier vorgefahren werden. So, und von da können wir ihn dann theoretisch umlenken in eine Waschstraße. Ja, dass wir dann sagen, hier so. So, diese Richtung fahren und dann wird er hier irgendwo gewaschen. Dahinter kommt eine Cobblestone-Fabrik. Das würde dann hier dann hinterfahren. So. Also natürlich eins drüber, ganz klar. Wir können auch vier Cobblestone machen, das ist eigentlich Wurst. Wir können so Überkopfbohrer machen, die immer so ne, wegbohren. Wir müssten uns überlegen, ob wir den Kies abzweigen. Wenn wir den Kies aufsplitten, dann müssten wir ihn aber nochmal malen. Müsste man weiter hinten aufsplitten. Oder wir fahren ihn ein bisschen raus und fahren ihn davor und könnten dann hier versuchen, eine Goldproduktion anzufangen. Er zieht einfach durch. Bist du noch ein bisschen live? Just Noah, yo. Klar. Unsere Energiequelle hinballern. Echt jetzt? Kennst du das Projekt Create Life? Ja, kenne ich. Just Noah, dein Name kommt mir auch sehr bekannt vor. Create Life 4, ja? Alles klar, dann bist du doch der, wo ich denke, dass ich denke, dass ich denke. Nice. Ja, danke. Ja, ist er. Okay, nice. Ihr habt mich ein bisschen kalt erwischt. Wir könnten ganz assi sein und könnten hier einfach ein Wasserrad reinsetzen, das jetzt quasi in die Richtung dreht und dann würde das Band natürlich auch in die Richtung fahren. Das ist geil. Genau, so machen wir das. Packen wir hier das Wasserrad rein. Müssen nur schauen, dass es in die Richtung fährt und dann ist super. So, jetzt lassen wir das Wasser da runterlaufen und dann haut es mein Förderband davor. Genau. Und dann müssen wir nur noch schauen, wie wir die Ventilatoren irgendwie anpowern. Das reicht. Das ist schön, schön entspannt. Absolut entspannt. Reicht mir. Das kann jetzt mal hier so stehen bleiben. Dann kann sich der mal so ganz langsam lernen.
Und wir kriegen hier alles Mögliche rein. Das ist schön. Genau. Play, Flynn. Ach, der kann ja nur eine Sache, ne? Und sobald, ja. Okay, wir brauchen eine Double Chest. Wir brauchen eine Double Chest. So. Das kann nämlich volllaufen. Egal wie. Und da könnten wir jetzt noch hier eine hin und dann könnten wir im Notfall mit einem Hopper und dann, ne? Aber so kann das jetzt erstmal ablaufen. Das ist das Wichtige. Ja, ist ja gut jetzt. Heute nicht mehr, Jungs. Ich brauch da gar nicht schreien. Nee, das, ach, oh, du hast ein Backpack? Ja, du darfst natürlich hier. Komm her. Backpack und Cake Backpack.